Bushido ist in Geberlaune. Und zwar in der Art, dass er mal eben Bones MC, Tilo, Capital Bra und Samra einen mitgibt. Außerdem reagiert Asche auf die wohl zerbrochene Freundschaft zwischen ihm und Bushido. Wild. Bushido und Bones MC. Deren Beziehung hat sich in den letzten 10 Jahren wirklich sehr interessant entwickelt. Denn eigentlich waren sie wohl recht gut miteinander. Es gab gegenseitige Respektsbekundungen. Bushido besuchte mal ein 187-Konzert und für Bones war der frühere Bushido wohl so eine Art Idol. Doch diese Zeiten sind vorbei. Denn Anfang 2019 leakte Sinanji eine unveröffentlichte Version des Bushido-Tracks Sodom und Gomorra und hier konnte man Bushido unter anderem Bones dissen hören. Seitdem herrscht da wohl ordentlich Funkstille und hier und da macht sich Bones immer mal wieder über Bushido lustig. Erst letztens beispielsweise zeigte Bones in einer Insta-Story einen Ausschnitt aus der Bushido-Doku, wo Bushido am Esstisch anfängt zu weinen und lachte darüber. Lange hatte Bushido nicht auf die immer mal wieder Fronts von Bones reagiert, fängt nun aber offenbar an, sich das 187-Oberhaupt mal vorknöpfen zu wollen. So gab es bereits im Bushido-Podcast auf RTL meine Ansage und so geht's jetzt auch weiter, und zwar auf Twitch, wo Bushido wieder recht aktiv ist. Hier gab es dann auch direkt Fronts gegen Tilo und seine ehemaligen Signings Capi und Samra, aber erstmal kurz. Leute, es geht um Bars, Bars. Bars, Legend Bars, Proteinriegel von Sec Plus mit fucking nochmal 26 Gramm Eiweiß pro verdammtem Riegel. Mit dem Code RAP10 spart man 10%, das heißt, man kann sich 11 Packungen zum Preis von 10 bestellen, das sind dann 132 Stück, hält also circa eine Woche auf locker. Letzten Freitag hatte Bones MC seine Single Alles nur kein Star rausgebracht und damit direkt wieder ordentlich rasiert. Stand jetzt fast 1 Million Aufrufe und Platz 2 in den YouTube-Trends. Bushido reagierte dann auf Twitch auf die neue Single von Bones und ließ da wirklich kein gutes Wort am 187-Oberhaupt und an der Musik. So äußert sich Bushido direkt erstmal ein wenig abfällig darüber, dass der Song nur 2 Minuten 30 lang ist, um dann dazu überzugehen zu sagen, dass ja einige Kollegen aus der Rap-Szene es genauso machen würden wie Bones MC auf diesem Track, und zwar bekannte Hook-Melodien zu covern und eine Deutsch-Rap-Version daraus zu machen. Bushido hatte eine ganz eindeutige negative Meinung zu. Ehrlich jetzt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen das Video an sich habe Bushido nichts, aber musikalisch sei das nicht sein Ding und dann wird's auch persönlich. Denn Bushido erwähnt, wie er ja vor vielen Jahren mal die 187 Straßenbande gefeiert habe, das aber mittlerweile auf jeden Fall nicht mehr so sei. Und das nicht mal nur musikalisch, denn auch persönlich feiere er Bones MC nicht mehr und glaube auch, die alle von der 187 Straßenbande würden einfach nicht klarkommen. Apropos klarkommen. Ebenfalls letzten Freitag veröffentlichte Tilo seine Single Sucht, auf welcher er thematisierte, wie er eben nicht wirklich klarkommt wegen seinem Konsumproblem. Und auch auf diese Single reagierte Bushido. Von Tilo hält Bushido ja generell nicht so viel. Schon vor gut 3 Wochen feuerte Bushido in einem Stream gegen den Newcomer-Rapper Tilo, als er Shindy für dessen Botox-Line verteidigte und sagte, man solle doch nicht Shindy für sowas kritisieren, während Leute wie Tilo sich Medikamente und sonst was reinballern würden. Und genauso geht's dann jetzt auch weiter. Direkt zu Anfang an des Videos, wo man Tilo in seinem Bett liegen sieht, quasi so Junkie-Höhle-mäßig, haut Bushido ordentlich auf die Kacke und kann dem Ganzen offensichtlich kein bisschen abgewinnen. Das ist einfach Absturz, Alter. Das ist einfach, das ist so dieser Junkie-Style. Das ist richtiger Junkie-Style. Bushido gibt dann zu, dass auch er und seine Kollegen früher gewisse Themen auf Songs gebracht hätten, die vielleicht nicht so pädagogisch wertvoll gewesen seien, aber für ihn ist der Unterschied offenbar, dass sie damals immer auch irgendeine Art von Ziel oder Vision verkörpert hätten und sei es nur erfolgreich werden und Geld machen. Genau das vermisst Bushido dann aber offenbar bei Tilo, wenn er sagt, dieser sei einfach nur zu 100% ein Junkie. Ähnliche Junkie-Vorwürfe hatte Bushido in letzter Zeit ja auch immer wieder gegen seine ehemaligen Signings Capital Bra und Samra erhoben und so zieht er dann auch direkt eine Parallele zwischen diesen und dem Auftreten von Tilo. Offenbar scheint das für Bushido alles in dieselbe Kategorie zu fallen. Da könntest du Capi und Samra auch daneben legen, da können sie alle drei kuscheln in dem Bett und so, weißt du so, und dann fällt es auch nicht auf. Weiter bezeichnet Bushido Tilo als Tokyo Hotel auf Junkie und sagt, das sei die größte Scheiße, die er seit langer Zeit gehört habe. Er wolle nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, aber das Thema von Tilo sei einfach sehr heikel und verbunden damit, dass laut Bushido eben hauptsächlich nur Kinder Tilo hören würden, geht das für Bushido offenbar überhaupt nicht klar. Was für Bushido ja scheinbar auch überhaupt nicht klar ging, war, dass Asche wohl einen Track mit Manuelsen rausbringen wird.
Rund um Asche und Bushido gab es eine Zeit lang mal wirklich wilde Spekulationen, da die beiden angeblich gemeinsam in Dubai gechillt hatten und Asche zu der Zeit ja sogar gerade frisch weg war von Kollega und manche gingen dann sogar so weit zu vermuten, dass Asche vielleicht bald ein neues Erstguter Junge Signing werden könnte. Wie wir alle wissen, kam dieses Signing nie. Allerdings dachte man zumindest weiterhin, dass Bushido und Asche wohl einen guten Draht zueinander hätten. Das änderte sich allerdings, als Manuelsen vor kurzem eine Hörprobe postete von einem Song von sich und Asche. Dass Asche einen Song mit Bushidos jahrelangem Erzfeind Manuelsen gemacht hatte, gefiel Bushido offenbar gar nicht und so entfolgte er Asche prompt auf Instagram. Das wiederum machte natürlich ein klein wenig Welle und Manuelsen reagierte darauf mit einem Posting, in welchem er Asche verteidigte. Asche selbst allerdings reagierte darauf nicht. Bis jetzt. Doch dafür müssen wir noch eine Pirouette mehr drehen. Denn vor kurzem hatte auch das ehemalige EGJ-Signing Capital Bra einen Track rausgehauen, auf welchem er seinen ehemaligen Labelboss Bushido disste. So hieß es auf Bentley in Weiß direkt am Anfang: Wo gehöre ich hin? Team Kuku, Bushido, Samra. Nein, Kolleg, wenn ich einen lieb, lieb ich wie kein anderer. Denn für mich heißt Bruderliebe, wenn ich ihm die Waffe aus der Hand nehme und selber schieße. Gott ist mein Zeuge, ich habe nie aufgehört zu lieben und die ganzen Dämonen, sie sind vertrieben. Und nie wieder kann mir einer was verbieten, denn nicht mal Asche ist geblieben. Capital Bra spielt hier also ganz offenbar auf eben jenes Entfolgen und damit wohl Ende der Freundschaft zwischen Bushido und Asche an. Und nun gab es am Sonntag dieses Video von Asche, der Einser und der Boss in Spanien, wo Kollega und Asche eben in Spanien sind und Asche rappt an einer Stelle des Videos dann plötzlich die Zeilen von Capital Bra nach. Noch nicht mal Asche ist geblieben. Bentley in Gold. Ja, erstmal hier steht. Asche scheint das ganze Ding zwischen ihm und Bushido also offenbar nicht wirklich ernst zu nehmen. Anders als ich. Für mich ist das todernst. Na ja gut, haut da rein. Herr Ma,